Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zu den Patch Notes für die Open Beta 3.1.14 für Total War Arena. Derzeit liegt leider keine deutsche Version vor. Ich kann es euch gerade eben mal zeigen. Seite nicht gefunden. Ich habe es auch schon gemeldet. Es war bis jetzt allerdings nichts passiert. Deswegen müssen wir uns heute mit den englischen Patch Notes zufrieden geben und ich werde mein Bestes geben, euch sie näher zu bringen. Vor allem für diejenigen, die mit dem Englischen jetzt gerade eben nicht so viel anfangen können oder wollen. Der erste große Teil, und es ist wirklich ein großer Patch, ist, dass wir jetzt hier auch ab Tier 9 den sogenannten Ability Swap haben. Das kann ich euch gerade eben mal in-game zeigen. Also ab Tier 9 mit Tier 9 Einheiten, also mit 8ern noch nicht, aber mit Tier 9 Einheiten und natürlich schon länger seit Tier 10, oder mit Tier 10 Einheiten, sind wir jetzt dazu in der Lage, hier unsere drei Einheitenfähigkeiten ja im Grunde zu ändern, insofern wir sie schon mal irgendwie freigeschaltet haben. Das sieht man jetzt hier zum Beispiel bei meinen Evocati-Kohorten hier, die jetzt hier statt zum Beispiel des Stiches, auch wenn sie wollten, jetzt hier die grausamen Schläge nutzen könnten, alternativ auch leichte Pieler werfen, neu positionieren, parieren. Parieren übrigens nur deswegen, weil ich die gepanzerten Legionäre schon durchgeforscht habe. Genauso wie auch Präsenz, weil ich zum Beispiel hier schon die Legionärskavallerie durchgeforscht habe. Dadurch haben wir jetzt auch gleich schon gelernt, was muss ich tun, um quasi neue Fähigkeiten für meine Einheiten überhaupt freispielen zu können. Richtig, ich muss die anderen Einheiten freigespielt haben und dann bekomme ich hier Zugriff auf ganz, ganz neue interessante Sachen, wie zum Beispiel hier Wappnen, das hier im Grunde einen Bonus auf die Ansturmabwehr bekommt. Allerdings ansonsten ziemlich schlecht ist. Also ich denke nicht, dass es wirklich eine interessante Fähigkeit ist. Aber man kann zum Beispiel als Römer den formierten Kampf rausnehmen, den ich persönlich ja zusammen euch mit Flex schon mal gezeigt habe, sich so gut wie nie eigentlich großartig eignet. Da gibt es bessere Dinge, wie zum Beispiel Schilde heben, wenn ihr kein Germanicus seid. Da könnt ihr nämlich tatsächlich hergehen und euch eine verbesserte Geschossabwehr verpassen. Das dürfte Sulla, Julius Caesar und Scipio Infanteristen wirklich sehr, sehr interessieren, diese Fähigkeit, weil man dadurch vielleicht ein bisschen mehr Überlebensfähigkeit hat. So viel dazu jetzt hier zu diesem Unit-Swap. Also wie gesagt, da könnt ihr quasi fröhlich einstellen, was ihr wollt. Das geht auch auf allen Tier 9 Einheiten in Abhängigkeit davon, was für eine Tier-9-Einheit das ist. Ich kann es hier gerade eben hier nochmal mit diesen Velitest zeigen. So, hier den Elite der Velitest, die haben halt dann entsprechend die Fernkampffähigkeiten beziehungsweise auch teilweise andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel jetzt hier Adler emporheben oder hier sogar einen Ansturm, interessanterweise, den sie durch die Prinzipes erlangen können. Und es, man muss auch dazu sagen, dass auch neue Fähigkeiten dazugekommen sind, also neue Fähigkeiten wie zum Beispiel hier Unterdrücken, die zum Beispiel die Feind Nachladezeit erhöhen, also man setzt sozusagen den Gegner mit Beschuss unter Druck und dadurch hat er einen Debuff, sodass er nicht mehr so schnell schießen kann. Oder auch Zielen hier zum Beispiel, was im Grunde auch so eine Art Fähigkeit ist, um ja die Geschossabweichung zu reduzieren. Allerdings ist man selber langsamer und dafür geht der rüstungsbrechende Geschossschaden ein bisschen nach oben. Also kann durchaus interessant sein, man muss sich das alles ganz genau angucken, ob man das alles so dringend braucht. Was also für seine entsprechende Einheit, und es wird auch sicherlich OP-Kombinationen geben, die am Ende dann wahrscheinlich für den kompetitiven Game-Stil definitiv notwendig sein werden, um da großartig Erfolg zu haben. So viel zu diesem Unit-Swap. Mehr will ich auch dazu gerade eben noch gar nicht sagen, weil ihr könnt hier quasi hier auf der Website quasi, dass ihr euch alles ganz genau im Detail angucken, alles könnt ihr hier aufklappen von Tier 9 und Tier 10. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Man könnte eigentlich theoretisch eine eigene Folge, die wahrscheinlich mindestens 30 Minuten dauert, nehmen, um alle Einheitenfähigkeiten jetzt im Detail nochmal neu aufzuarbeiten. Mal schauen, was wir in der Zukunft daraus alles noch machen können. Und ich bin auch gespannt, ob das Ganze auf Tier 8, Tier 7, Tier 6 und so weiter und so fort kommt. Denn eigentlich haben die Tier 9er dadurch natürlich jetzt einen ziemlich krassen Vorteil gegenüber den Tier 8ern. Zum Glück treten die sehr, sehr selten gegeneinander an. Wir reden jetzt allerdings über noch andere Dinge. Also hier sind übrigens auch noch hier die Fähigkeiten, die hier verändert worden sind. Lest es euch durch, wenn ihr es wollt. Allerdings wird man hier nicht allzu sehr schlau daraus, weil hier momentan noch sehr, sehr wenig dazu steht. Einfach hier zum Beispiel Rabbit Charge. Keine Ahnung. An upgraded version of Harris awarded for leveling up Barbarian Cavalry Units. Also ihr seht, das hätte man auch weglassen können. Ne? Wenig Informationen, not available. Bla bla bla. Kommen wir zu den Pikes, die ja beim letzten Mal ordentlich hart genervt worden sind. Die erleben im Grunde jetzt eigentlich zwei Buffs wieder.
weil sie, wie ich es schon geschrieben hatte auf Reddit, overnerved worden waren. Ich konnte ja zeigen, dass Sulla unter bestimmten Umständen ja im Grunde unverwundbar wird gegen diese Pike-Phalanxen, weil ja die Verteidigung einfach von Sulla zu groß gewesen ist und der Nahkampfangriff zu gering. Das soll jetzt angeblich nicht mehr gehen. Mal schauen, ob das stimmt. Ich weiß noch nicht, ob ich es hinbekomme, hier in dieses Video noch quasi ganz, ganz kurz alles zu zeigen, einen kleinen Test zu machen. Wir werden es sehen am Ende dieses Videos. Wenn nicht, dann hatte ich schlicht und ergreifend keinen Gegenspieler, der mir helfen konnte. Dann, wie gesagt, also um 10% mehr jetzt hier, also von 15 auf 20, 25% soll jetzt hier der Nahkampfangriff der Piken hochgehen. Das soll dieses Problem lösen. Darüber hinaus gibt es auch noch hier bei Pygnose auch noch jetzt hier plus 15% Nahkampfangriff, um quasi noch besser treffen zu können. Das betrifft natürlich hauptsächlich jetzt momentan die Tier 6er Piken. Die 7er haben das ja leider nicht, weswegen die 7er ja auch ein echtes Problem hatten, wie ich im letzten Video zeigen konnte. Dafür reduziert sich bei der Pygnose natürlich auch wieder die Drehgeschwindigkeit und ja, der Schaden, den sie dann machen, wird nicht mehr ganz so krass erhöht von 40, nicht mehr 40% dazu, sondern nur plus 35%. Ist aber immer noch ein dicker Buff, muss man dazu sagen. Lohnt sich halt hauptsächlich an Stellen, wo die Einheit sich nicht wirklich drehen muss, wo es im Grunde nur heißt, vor- oder zurückgehen. So, ansonsten erleben die ja, Piken im Grunde nochmal eine große Änderung, und zwar durchgehend sie bekommen eine leicht verbesserte Bewegungsgeschwindigkeit, damit sie schneller Positionen einnehmen können. Das wird sich höchstwahrscheinlich auf die Bewegung in der Phalanx nicht allzu sehr auswirken, weil die Buffs eher gering ausfallen. Hier seht ihr mal quasi nicht mal 0,2 genau an mehr Beweglichkeit. Aber es kann durchaus außerhalb der Phalanx helfen, um rechtzeitig irgendwo anzukommen, was ja auch eine ganz, ganz große Schwäche der Piken war, die in echt ja auch gar nicht so langsam gewesen sind, weil sie eher leicht gepanzert waren. Sie brauchten keine hohe Panzerung, weil sie diese Piken hatten. Also die Piken, also jeder von euch, der so ein Ding schon mal, so einen langen Stock schon mal getragen hat, der weiß, so schwer sind die diese Dinger gar nicht. Die sind nur schwer zu koordinieren, aber das Tragen ist nicht so schwer. Und wenn der Gegner tendenziell nicht an euch rankommt, um euch zu hauen, braucht er auch keine schwere Rüstung. Deswegen ist es auch absolut logisch, dass diese Jungs hier jetzt ein bisschen schneller unterwegs sind. Darüber hinaus kann man jetzt Piken breiter formieren, um noch mehr Engstellen noch besser abzudecken. Das finde ich eigentlich interessant. Das müsste man durchaus mal ausprobieren. Die Frage ist halt, an welchen Stellen es hilft. Es wird sicherlich einige geben, wo man jetzt entsprechende Passagen schließen kann. Was in dieser Kombination ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, was ich auch zeigen konnte im letzten Video vom letzten Patch, dass Elefanten unter bestimmten Umständen unverwundbar wurden oder nahezu unverwundbar, also dass Piken nicht mehr dazu in der Lage waren, sie zu besiegen. Und ja, das wollen sie jetzt auch aufheben. Also Creative Assembly geht jetzt die Elefanten tatsächlich an. Das ist sozusagen der erste Schritt in die Richtung, von dem wir lange geträumt haben, dass Elefanten nicht mehr so unbesiegbar sind. Und das wird dadurch jetzt erreicht werden sollen, mal gucken, ob es wirklich klappt, indem die Nahkampfabwehr der Elefanten deutlich reduziert wird. Hier sehen wir zum Beispiel, der afrikanische Elefant bekommt jetzt hier nur noch 68 Nahkampfverteidigung statt 80. Das kann sogar tatsächlich echt was ausmachen. Vor allem halt auch, weil es bisher so gewesen ist, dass die entsprechenden Skills von Hasdrubal und von Hannibal, die haben halt letztendlich dafür gesorgt, dass hier die Nahkampfabwehr ziemlich krass nach oben skalierte. Ne? Wenn wir mal ganz, ganz kurz mal hier mal uns einen Hannibal angucken, hier mit seinen Elefanten. Hier nehmen wir hier den gepanzerten Elefant. Da sehen wir quasi jetzt hier, also jetzt ist seine Nahkampfabwehr hier bei 74. Und wenn man dann halt zum Beispiel jetzt hier Entschlossenheit dazu nimmt, dann gibt es halt hier nochmal einen Buff von plus 22% auf diese Nahkampfabwehr obendrauf. Und hier bei Ad Portas gibt es auch nochmal plus 30% obendrauf. Und das sind halt dann schon ziemlich fette Buffs, die halt dann quasi diese Nahkampfabwehr dann halt auf einen Wert von, ja, sage ich jetzt mal 100 hochtreiben können. Und dann hast du unter Umständen mit manchen Einheiten halt echt schon ein Problem, sie überhaupt noch zu treffen. Da muss noch nicht mal ein Sulla dazukommen, der den armen Teufel vielleicht sogar noch irgendwie ächtet oder sowas. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das sind Fähigkeiten und Kombinationen gewesen, die einfach schon zu leicht nur mit dem Kommandanten möglich waren. Elefanten sollen tanky sein, wie CA das sagt, aber sie sollten nicht unverwundbar sein. Und jetzt soll es nicht mehr so ohne weiteres möglich sein. Was vielleicht sogar anderen Einheiten und anderen Kommandanten helfen könnte, sie im Nahkampf zu bezwingen. Wir werden es sehen. Darüber hinaus gibt es auch noch ja, einige Nerfs, insbesondere jetzt auf Premium-Einheiten, die absolut notwendig gewesen sind. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche, je nach Einheit, wie zum Beispiel jetzt hier die Auxilia Palatina, die werden ein bisschen langsamer, die können sich nicht mehr so schnell drehen, was durchaus Sinn macht.
Die Myrmidonen erleiden einen ziemlich heftigen Nerf, also sie machen weniger rüstungsbrechenden Schaden. Der 34er-Wert war auch absurd hoch. Ich habe keine Ahnung, wie sie auf den gekommen waren. Der war deutlich höher als bei den anderen Hopliten-Einheiten. Jetzt ist nur noch 28 und so weiter und so fort. Ihr seht also quasi, da ist einiges mit dabei. Im Übrigen betrifft es sowohl auch die Triarier, aber auch die sarmatischen Panzerreiter. Die haben auch einige Debuffs jetzt hier erhalten. Die Frage ist bloß, ob es ausreicht. Wir werden es erleben. Und natürlich auch in meinen Livestreams am Sonntag und am Montagabend auf twitch.tv/mörp regelmäßig ausprobieren. Wenn ihr dabei sein wollt, lade ich euch hier natürlich auch mal an dieser Stelle dazu ein. Ja, und ja, was gibt's sonst noch? Die Kriegshunde bekommen eine bessere Fernkampfverteidigung, einen besseren Missilblock. Die hatten nämlich das große Problem, dass sie viel zu leicht weggeballert werden konnten. Teilweise schon am Ansturm kam nicht mal mehr die Hälfte der Hunde an, wenn da quasi eine ganze Menge an Fernkämpfern, also drei Fernkämpfer quasi gegen so eine Hundeeinheit, und da kam so gut wie nichts mehr an. Insbesondere wenn es Wurfspeere waren. Und das sollte natürlich nicht sein. Die Kriegshunde sollen diese Fernkampfeinheiten bedrängen können. Und deswegen wurde jetzt hier die Fernkampf, also in dem Fall die Geschossabwehr, hier so um, ja im Schnitt sage ich jetzt mal um 12 Punkte teilweise angehoben, manchmal auch um 15 Punkte angehoben, je nachdem. Also so, ich sage es mal so, 12 bis 15 Punkte kann man sagen, wurde das im Schnitt angehoben. Mal gucken, ob es was bringt. Jetzt sind sie immerhin quasi beinahe auf dem Level, auf dem sich eine normale Infanterieeinheit befindet. Was ja auch aus meiner Sicht einfach nur Sinn macht. Ne? Man kann davon ausgehen, dass so ein Hund halt auch relativ schwer zu treffen ist. Der rennt, der ist schnell, der ist nicht so langsam wie ein Mensch, ist tendenziell ein kleineres Ziel als ein menschlicher Körper, vielleicht sogar gar nicht so leicht zu sehen, wenn er durch irgendwelche Graslandschaften rennt. Es macht schon Sinn, dass ein Hund nicht so leicht zu treffen ist. Die Frage ist bloß, reicht's aus, damit die Hunde ihren, ja, ihren Dienst im Grunde hier tun können? Das werden wir sehen. Darüber hinaus soll es jetzt auch möglich sein, dass Kriegshunde jetzt hier Feast and Swear Oats verwenden können. Da können wir auch gerade eben nochmal ganz, ganz kurz mal hier hineinschauen. Also Consumables, die sie bisher nicht verwenden konnten. Bisher waren die Consumables bei Kriegshunden, wenn man das mal so sagen darf, ziemlich eingeschränkt und unnütz. Also die waren wirklich nicht besonders gut. Und jetzt haben wir hier halt auch das Festmahl, ne? Das erhöht jetzt ja auch noch Nahkampfabwehr, Nahkampfschaden und auch noch rüstungsbrechender Schaden, so wie hier Eide schwören. Das heißt, es erhöht auch noch den Aufprallschaden. Man kann nur hoffen, dass das, also auch für die Hunde gilt, sowohl auch die Bewegungsgeschwindigkeit als auch der Aufprallschaden wären für die Hunde wirklich sehr, sehr gut. Aber auch der Nahkampfangriff, ne? Bisher hatten wir halt eigentlich nur dieses blöde Leckerchen im Grunde und Streiten, und das war halt totaler Quatsch. Das war absolut sinnbefreit. Dadurch, dass wir jetzt hier diese beiden Consumables haben, kann man vielleicht sogar sagen, dass die jetzt sogar spielbar werden, vorausgesetzt die Hunde zehren auch davon. Kann ich zu diesem jetzigen Zeitpunkt leider allerdings nicht sagen. Und es soll noch eine weitere Änderung an Kriegshunden geben. Bin ich mir allerdings gerade eben nicht ganz sicher. Irgendwie etwas, dass sie... Sie sollen irgendwie jetzt dazu in der Lage sein, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, irgendwie den Gegner besser aufzuspüren. Allerdings kann es sein, dass es einfach nur eine Fähigkeit ist. Die habe ich vorhin irgendwo gefunden, jetzt finde ich sie hier gerade eben nicht mehr. Ist aber auch im Grunde völlig egal. Es gibt hier natürlich auch noch, also wir werden sehen, wenn es der Fall ist. Wenn nicht, dann ignoriert, was ich an dieser Stelle gesagt habe zu dieser Fähigkeit, Gegner aufzuspüren. Kann auch sein, dass es nur bestimmte Hunde betrifft. Und hier gibt es natürlich nochmal ein paar Notes hier zu den Fähigkeitsänderungen hier, wie zum Beispiel hier bei den barbarischen Falxen. Phalanxen, die werden jetzt hier, ja, sage ich mal, deutlich schneller in der Drehgeschwindigkeit, Entschuldigung, deutlich langsamer in der Drehgeschwindigkeit und sind auch deutlich, ja, schneller dann dafür. Also sie drehen sich langsam, aber sie können sich schneller bewegen. Ja, das werden wir mal sehen, ob das jetzt hier wirklich so eine großartige Rolle spielt. Kann durchaus sehr, sehr gut sein, insbesondere vielleicht sogar jetzt hier die Kimbri-Speerträgerinnen mit ja, Arminius. Ja, werden wir mal schauen. Es trifft aber auch hauptsächlich wahrscheinlich tendenziell eher die karthagischen Einheiten, die ja häufig eine barbarische Phalanx aufstellen. Es gibt ja drei verschiedene Phalanxen, ne? Es gibt da eigentlich sogar vier. Es gibt die griechische, es gibt die barbarische, es gibt die karthagische und es gibt die römische Phalanx. Ja, das ist halt die Änderung hier. Dann gibt es hier noch andere Änderungen von Fähigkeiten. Lange Rede, kurzer Sinn, meine lieben Freunde. Ist ein riesiger Patch mit unglaublich vielen Änderungen. Schaut euch einfach mal im Detail an, was euch davon jetzt im Speziellen interessiert. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe von Total War Arena auf meinem Kanal wieder. Entweder in einem Community Replay oder einem Let's Play Together oder
wann auch immer ihr wollt. Und ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit, tschüss und ade.